So. Jetzt ist es soweit. Ein explizite Song, mega spezial. Denn heute ist mein Geburtstag. Fast. Warte. So. Ich habe hier mein Geburtstagsgeschenk vom Schlons. Es wurde mir nahegelegt, es vorsichtig zu öffnen und dass das schon lange, lange in Bearbeitung ist. Und ich nehme euch natürlich mit dabei, ist ja klar. Deswegen hat mir mein Fräuchen schon so ein Messer geholt und ich werde jetzt anfangen, das zu öffnen. Ihr könnt ja einmal hier gucken, hier steht drauf Anti-Alles, ja. Ganz, ganz toll, das hat er hier hingeschickt, ist auch relativ schwer, groß. Ja. Machen wir das jetzt mal auf. Wenn ich verstehe, wie. Eingepackt ist es. Wisst ihr Leute, ich erzähle euch mal die Geschichte. Nein, Spaß. So. Mir wurde auch gesagt, dass hier die Sachen durchnummeriert sind und ich die Reihenfolge unbedingt beachten soll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es rückwärts den Countdown machen soll oder ob es 1, 2, 3, 4 geht, 5, was auch immer. 1, 2, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Das sieht ja wild aus. Schaut euch das mal an. Okay. Okay. Jetzt geht's aber los. Okay. Okay, Wahnsinn. Okay. Ist ja wie ein Adventskalender. Stimmt. Wir sind nicht erst beschnitten. Willst du zur Adventszeit warten? Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Eins. Ich will mal. Damit fängst du an, ja. Das ist der Start bestimmt. Mhm. Ne? Eins, zwei. Okay, was ist hier los? Wie viel ist da drin? Eine 7. Eine 6 hatte ich hier. Hier ist eine 6. 1, 2. 6. Hier ist eine 10. Oh mein Gott, was ist hier los? Hallo. So. 10. Das ist eine 9. 11. 12. Er sortiert erstmal. Sag mal, fang doch an auszupacken. Nein, das muss schon alles an Richtigkeit haben. Wir warten also. Ich kann ja vorspulen. Da ist 15. Oh mein Gott. So. 15? Das letzte, hier ist die 16. Also, 1, 2, 3. Okay, fangen wir mal an. Ist jetzt auch wirklich leer, seht ihr, ne? Mein Gott. Falls ihr euch fragt, ob ich besorgt bin, Angst habe oder nervös bin, alles. Ich denke, ich werde wohl alles vorlesen. Hier steht: Liebste Schwieger-Olga. Oh Gott, jetzt kommt's. Ich beglückwünsche dich zum Geburtstag dieses Idioten hier. Das bin ich. Ohne dich wäre der nämlich nicht lebensfähig und wäre sicher nie 35 geworden. Sondern wäre sicher irgendwann kläglich vor einer verschlossenen Ravioli-Dose verhungert. Danke, dass du den Dettinger so lang erträgst. Liebe Grüße, Schlons. Oh. Ja,
Ja, trifft sich gut, passt gut. So. Die zwei. Hallo Detti, das bin ich. Alles Gute zum Geburtstag. Da du ins Gym und bald mit uns auf Festival gehst, auf Festivals gehst, ist es mir natürlich wichtig, dass du was Vernünftiges zum Anziehen hast. Liebe Grüße, Schlons. Ich habe eine Ahnung. Willst du die Ahnung mitteilen, oder? Nein, mach erst mal auf. Was ich dazu vielleicht sagen kann, wir haben ja so die Tradition, uns immer tolle Geschenke zu schenken. Und dem Schlons habe ich so tolle Mützen geschenkt mit Propellern drauf. Ich bereue das mittlerweile ein wenig. Aber man kann ihn halt immer überall sehen. Der Haberfeld, wisst ihr, der hat eine unglaublich tolle Tokio-Hotel-Oberteil-Kutte, sage ich mal. Ein schönes Oberteil. Und das trägt er mit Liebe und Stolz. Okay. Was haben wir denn hier? Ein tolles T-Shirt, wo steht Cool Times. Ja? Erkennst du die Marke denn? Von Lidl. Soll ich das anziehen? Ich weiß es nicht. Da steht keine Anweisung. Ich folge nur den Anweisungen. Okay. Wir haben also ein schönes Cool Times Oberteil von Lidl. Hätte ich nach Klamottengrößen gefragt, ja? Wir sind jetzt bei der 4 angekommen. Das ist übrigens mal eine Glückszahl. Also wenn ihr mir einen Dolchstoß geben wollt, dann immer bei der 4. Jetzt geht's weiter. Oh. Ja. Da haben wir noch eine schöne Hose. Von Livergy. Da steht 50 Jahre mehr als günstig. Stimmt, das steht da auch. So. Da du sitzt so lange so gebraucht hast zum Sortieren, brauchen wir einmal Licht. Unsere Assistentin, bitte schalte das Licht ein. Gerne, Mama. Wir sind dann jetzt nur bei der 5 angekommen. Kannst du es denn schon fühlen? Nicht wirklich, aber es könnte jetzt alles sein, ne? Oh, es sind... Oh. Hast du eine Ahnung? Ich habe eine Ahnung, dass es Schuhwerk ist. Weil zu so einem Outfit braucht man ja passendes Schuhwerk. Hey! Lidl passende, schöne... Wie heißen die? Schlappen? Schlappen. Pantalonen. Pantoletten. Pantalonen. Pantalonen. Ja, das ist super. Weil meine sind sowieso mittlerweile viel zu gammelig. Dann ist das auch schon mal passend, ne? Est 1973. Ich schätze mal, das gilt für Lidl Est. Dass es seitdem Lidl gibt. So, bei der 5 sind wir angekommen. Schön. Gut. 6. Hier steht drauf. Schön, oder? Aber es geht noch weiter. Heute bist du... Queen of the Day. Mein kleiner Daddy ist nur 35. Ich würde dich beglückwünschen, wenn's nicht so elend wäre. Knie, alles knackt. Gedächtnis, der Rücken, Hüfte. Stimmt, ist hier wenigstens Geld drin oder so? Nix drin. Hoch kennt mich, der Stonz kennt mich. Wie sonst was, ja? Nix drin. Aber ein Smiley dabei. Darüber den freue ich mich natürlich. Ja. Die 6. Dann kommt jetzt wohl die 7. Das ist ein bisschen größer. So.
lasse hier meine ganze Kraft stehen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Hier steht drauf Okkultum. Ich bin total aufgeregt, das merkt ihr, ich kann nicht mal lesen und nichts. Da müssen wir jetzt mal reingucken. Was das denn wohl sein kann? Es ist eine Kutte. Das habe ich tatsächlich geahnt ein bisschen. So, Urban Classics. Das ist geil. Das finde ich geil, muss ich sagen. Es ist natürlich alles super. Okay, eine Kutte. Ich denke mal, euch allen ist ja klar, es geht hier um Festivals und Kutten. Wofür nutzt man die? Oh, guck mal, Leute. Seht ihr das? Wie leer die ist. Da ist nichts drauf. Gar nichts. So gefällt dir das doch. So gefällt mir das noch. Okay, eine Kutte. Soll ich die direkt anziehen? Warum nicht? Einmal anprobieren. Ja, komm. Die dem Dettinger passt. Machen wir mal schnell. Ah, es lichten sich viele Dinge, die er zu mir gesagt hat, so als Anspielungen. Es wird mir immer klarer. Wer ist klarer? Das werden wir sehen. So, das probieren wir jetzt erstmal an. Ja, passen tut's ja wohl. Okay. Wunderbar. Motorradgang? Noch nicht. Okay. Das haben wir schon mal. Das ist geil. Von Urban Classics auch noch. Das muss ich sagen, das freut mich schon richtig. Die sind auch schweineteuer, diese Dinger. Ne? Wenn schon da nichts drin gewesen ist, freue ich mich, dass er hier tief in der Tasche fassen musste. Ja? Das wird super mit den anderen Outfit werden. Das wird grandios. Ich sehe es schon. Wir sind bei der 8. So. Die Basis hast du jetzt. Also brauchst du noch Werkzeug. Moin. Das kann nur zum Nähen sein. Anders ist es nicht möglich, es kann nur zum Nähen sein. Weil was ist eine Kutte ohne Patches? Hat er sich ja ganz viel Mühe gegeben. Nochmal eingepackt. Super. Verrückt ist er doch. Negan. Leute, ne? Negan. So. Und hier, ich denke ja, ihr habt es alle schon auf dem Zungen, bestimmt feinstes Nähzeug. Noch mehr Nähgarn und Nähzeug. Okay. Hier mit einer Schere für die Nägel. Ne? Ist auch so, oder? Nein. Ja, also. Ich habe jetzt jede Menge Nähgarn schon mal. Wie darf ich das überhaupt so sagen? Nicht, dass die Leute denken, dass ich was anderes sagen möchte damit. Ich habe natürlich einen Garn zum Nähen. So, wo sind wir? Wir sind bei 10. Nackt kann es ja nicht sein. Jetzt kommen bestimmt ultra peinliche Patches. Oh. Von wegen. Oh, wow. Ihr kennt die Band, ja? Es ist Tupac. Es ist nicht Tupac. mega geil. Und das ist natürlich auch wunderschön, ne? Das freut mich schon sehr. Mal kurz das Tränchen wieder reindrücken. Okay. Ja. Hammer.
Okay. Ja, kann ich aufbügeln aber, ne? Kann ich nicht aufbügeln? Nein? Ey, cool. Dankeschön schon mal, Stunz, dafür. Wir sind ja noch nicht am Ende, aber boah, das freut mich natürlich schon sehr. Ich hatte schlimmste Befürchtungen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind noch nicht am Ende, ne? Da kommt ja noch was. Jetzt kommt die 11. Hammer. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Oh, richtig nice. Mhm. Linkin Park. Ja. Heavy. Ja. Ohne geht nicht. Eminem ist jetzt nicht so mein Fall, aber man kann es irgendwie unter den Kragen machen. Ja? Aber Eminem ist der Rest überwiegt bei weitem. Ja? Dann sind wir jetzt bei der 12 schon angekommen. Ah, jetzt kommen natürlich noch. Eieiei, was ganz Besonderes. Weil wir waren nämlich. Oh, kurz ein Fehler in meiner Stimme gehabt. Wir waren nämlich beim Patrona-Konzert. Und wir waren ebenfalls zusammen. Diese Band hat mich zutiefst beeindruckt und berührt. Das waren diese beiden Konzerte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da, also Snoop Dogg war auch richtig krass, aber diese beiden Konzerte, die Stimmung, habe ich noch nicht erlebt. Also so ein ultra brutales Feeling wie da, war bis jetzt nicht zu toppen. Wie der Nordische? Genau. Cool. Dürfte ich in der Tat auch schon planen. So, jetzt, das sieht ja ein bisschen größer aus, die 13. Ihm nur so einen komischen Bimmel-Headliner geschenkt. Ich komme mir ein bisschen billig vor, muss ich sagen. So, was haben wir hier denn Feines? Jetzt kann ich mich nur blamieren zwischendurch. Okay, ich weiß nicht, wozu das gehört. Aber sieht fresh aus. So, ich will mal kurz ein Stück trinken. Okay, was ist das denn? Wir respektieren alles. Give respect. Get respect. Absolut. Ich hoffe, es ist noch ein BLM dabei ist. Nicht laut gesagt. Oh, hier ist nochmal was Schönes, was Cooles. Sehr nice. Ja, er hat das schon mitbekommen, dass ich Wölfe liebe. Das ist absolut bekannt. Es ist gewiss. Was haben wir hier? Sehr, sehr sympathisch. Leg dich niemals mit einem Dorfkind an, denn wir kennen Orte, wo dich niemand findet. Und das ist die Wahrheit. Ja, wir machen auch meistens Führerscheinprüfungen auf Traktoren. Dankeschön dafür. Was haben wir noch? Oh, nice. Der sieht auch sehr schön aus. Cool, so viele Wölfe, du, das ist ja Wahnsinn. Ja, damit ist das jetzt schon voll, ne, deine Kutte? Nein. Kein Platz mehr dran. 14. Eieieiei. Das ist ja Wahnsinn, oh mein Gott, wie geil. Ich packe jetzt nicht alle noch so einzeln aus, aber das sind, die beiden Wölfe, die Mond und Sonne fressen. Geri und Freki, glaube ich. Sehr schön. Valhalla. Wir wissen es. Oh, Thors Hammer. Mjölnir. Wunderbar. Sehr, sehr cool.
See you in Valhalla, auch nochmal mit dem Mjolnirhammer. Oh, hier ist Odin himself. In Odin we trust. Sehr, sehr cool. Aber muss ich ja schon sagen, da hat er aber richtig geile Patches auf jeden Fall schon mal rausgesucht, ne? Oh ja, sehr schön. Mega. Hier haben wir den Wegweiser, Wegvisier und Yggdrasil. Der ist schön. Da haben wir mal so in umgekehrt praktisch. Das sieht aber schön aus. Die gefallen mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen, nicht an mein Geschenk für den Schlonsnäckel. Das ist auch sehr, sehr geil. So, jetzt die noch. Schlons meint es schon, es wird wie eine Doku werden und ich werde es wahrscheinlich über Dropbox oder so hochladen müssen. Er hat wohl recht. Okay, nice. Das Zeichen kenne ich nicht, aber man weiß, es ist nordisch. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und nochmal etwas mit dem... Wie ich das nennen soll. Oh ja, hier sind die beiden Rahmen von Odin. Und dann diesen Dreifach-Triangel. Die Überschneidung der neuen Welten sind das, glaube ich. Auch sehr, 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 sehr cool. Hier können deine Mädels was draufmalen. Auf dieses hier. Wird ihr dann was Schönes draufmalen, gestalten? Die Große ist schon am Flicken, die freut sich jetzt schon. Wir sind bei der 16 angekommen, das letzte. Kannst du es lesen? Das sind eure Namen. Von deinen drei Kindern. Hier haben wir Mary Lou. Wir haben Mila. Bei Ruben können wir lesen. Und wir haben Livia. Boah. Ja, meine Lieben. Ich bin auf jeden Fall etwas sprachlos, obwohl ich so viel geredet habe. Ich würde sagen, es gibt jede Menge Update-Videos demnächst, wie es läuft und wie viel ich schon geschafft habe. Ich habe wohl jetzt viel zu tun. Dankeschön, mein guter Freund. Ich bin fassungslos. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich sagen soll. So viel Gedanken dazu gemacht. Vielen, vielen Dank. Ey, ich bin sprachlos. Richtig, richtig cool. Ich muss gestehen, ich hatte an eine Kutte gedacht, aber ich habe wirklich gedacht, dass du mich überschüttest mit den schlimmsten Sachen, die es geben kann. Und du hast mir die coolsten Patches und Dinger rausgesucht, die ich mir hätte vorstellen können. Vielen, vielen Dank. Ich gehe an die Arbeit.